Namaste, Skorpis, herzlich willkommen bei den November-Horoskopen und Happy Birthday. Skorpis, wir befinden uns gerade in der Skorpionzeit und die Zeit der Sonnen- und Mondfinsternisse. Also, es geht darum, etwas loszulassen, damit etwas ganz Neues, Wundervolles entstehen kann. Mars, der Planet der Aktion, ist seit dem 30. Oktober jetzt rückläufig, und zwar bis Mitte Januar. Das ist wirklich wichtig zu wissen und zu verstehen, damit man keine übereilten Entscheidungen jetzt trifft. Ja, also nicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand geht, weil das könnte echt nach hinten losgehen. Alles andere dann sehr gerne bei dem Vollmond im Stier und 11.11-Portal. Der bringt neue inspirierende Energien und dann kann man ganz langsam wirklich in die Aktion gehen, ob es Liebe ist, ob es Arbeit ist, ob was auch immer es ist. Ja, das vorweg für euch alle. Euer Reading sagt mir, dass es ein guter Zeitpunkt jetzt ist, neue Ideen und Situationen in deinem Leben zu erschaffen. Es geht jetzt im November darum, Schritt für Schritt beschwingt voranzugehen. Und es kommen wunderbare Lösungen. Mach dir da nicht zu viel Kopf. Okay? Also, wir haben Tod und Wiedergeburt. Wir haben wirklich viele große Arkana-Karten bei euch, was mich nicht wundert, weil wir befinden uns jetzt in dieser Skorpionzeit und die Zeit der Finsternisse. Und zwischen der Sonnenfinsternis und der Mondfinsternis, dazwischen sollte man wirklich ein bisschen in die Innenschau gehen. Auch vielleicht wichtig jetzt zu wissen für die kommende Woche. Ja, im Oktober sind ganz, ganz viele frische Energien. Ich versuche, soweit ich kann, euch immer auf dem Laufenden zu halten, gerne anschauen. Also, dann haben wir den Narr. Wir haben zwei der Stäbe und zwei der Münzen. Also auffällig schon mal hier zwei große Arkana-Karten. Und die zwei ist für mich immer die Zahl der Entscheidungen, auch Entscheidungen treffen, sich vorwärts zu bewegen, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wird auch geschehen, es kommen genug neue, frische Energien und auch Situationen, wo du etwas klarer sehen wirst. Gar keine Frage. Also, hier möchte ein Zyklus beendet werden, Skorpi. Sei es neue Glaubenssätze, neue Erkenntnisse werden da sein, definitiv. Das sind Neuanfänge in Sicht. Wir haben den Narr allerdings umgekehrt. Mag sein, dass hier jemand oder gerne darauf aufpassen, nicht zu impulsive Entscheidungen jetzt im November zu treffen. Speziell bei euch, Skorpis, ist es, glaube ich, die wichtigste Aussage schlechthin, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, egal wo du steckst. Ja. Hier meidet jemand noch Neuanfänge. Wie gesagt, ob es ist, einfach mal zurückzutreten, anstatt nach vorne zu marschieren, zu viel mit dem Kopf da zu sein. Irgendwas ist hier, was Neuanfänge, wo Neuanfänge gemieden werden. Und es wäre echt gut, eine neue Art einer Sache zu begegnen. Weil die wird nicht so in Erwägung gezogen, wisst ihr? Und das ist echt schade. Wenn zwei der Stäbe umgekehrt ist, hat man da noch so ein bisschen Angst vor Wandel. Man spielt ein bisschen zu sehr auf Sicherheit, also Ratio, wirklich mit dem Verstand zu sehr eine bestimmte Geschichte zu analysieren, funktioniert in dieser neuen Zeit mit diesen hochfrequenten Energien, wo wirklich das Herz eigentlich mehr die innere Intelligenz mehr Aufmerksamkeit haben sollte. Mit dem Verstand funktioniert es immer weniger. Aber hier hat jemand Angst und spielt noch auf Sicherheit und hat vielleicht eine bestimmte Situation. Ich sehe die ganze Zeit so ein Skorpi, der so wirklich so mit dem Kopf durch die Wand geht. Kennen wir alle, ja? Nicht so clever. Und ich glaube, das ist so dieser Game Changer für viele von euch im November, dass ihr das immer besser versteht. Ja, hier hat jemand noch ein bisschen oder ist unsicher, den nächsten Schritt zu tun, was auch immer es für jeden Einzelnen ist. Und dann haben wir die zwei der Münzen. Hier geht es darum, wirklich Entscheidungen abzuwägen und auch Prioritäten zu setzen jetzt im November.
Hier sucht jemand nach Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht, ja, hier haben wir auch noch die Mäßigkeit, ja, also die Harmonie. Du bist nicht gefesselt. Lass uns mal gucken. Also, guter Zeitpunkt, neue Ideen und Situationen in deinem Leben zu erschaffen. Schreit wirklich danach. Lass uns weiter gucken. Lass uns weiter gucken, Skorpis. Bei euch wird hier einiges passieren. Ne? Das ist immer diese Skorpionzeit. Also, Spirit, was noch für die Skorpis im November? Diese Energien gehen bis Ende des Jahres. Ihr wisst es. Gerne euer letztes Horoskop anschauen. Meins passt gerade. Arsch auf Eimer. Ja, langsam, aber sicher. Mein Oktoberhoroskop passt. Jetzt bin ich drinnen in dieser Energie. Okay? Die Eule, du siehst jetzt klar, ganz genau. Schaut mal, ist das Zufall jetzt hier? Ich glaube nicht, Scorpies. Es ist das erste Reading, was ich jetzt mache. Und ich habe das schon lange nicht mehr getragen und musste das jetzt tragen. Damit eröffne ich das Ganze. Das heißt, mit eurer Energie, die auch wirklich für uns alle gerade ganz entscheidend ist. Ganz geil. Die Nummer 6. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass hier jemand über seine Vergangenheit ein bisschen nicht nur nachdenkt, sondern neue Entscheidungen treffen wird jetzt im November. Und genau das ist ja das, worum es hier auch geht, wo Spirit uns ganz klar zeigt, ne, guter Zeitpunkt, neue Ideen und Situationen zu erschaffen vor allem. Schön, echt schön. Also, lass uns gucken, worum geht es noch? Spirit sei so gut für die Scorpies. Also ein bisschen auf die impulsiven Entscheidungen bitte aufpassen, Scorpies. Wirklich wichtig. Bei euch ist es immens. Ja, guckt mal, hier geht es ein bisschen, nicht ein bisschen. Es schreit, euer Reading schreit nach dem Loslassen. Gefühle, Emotionen, sehr, sehr gerne wirklich Meditationen machen. Vergebungsrituale, wie auch immer. Für einige von euch, die da schon damit ein bisschen mehr arbeiten, sehr, sehr gerne eine geile Zeit jetzt gerade für euch, speziell diese Woche. Sie guckt nach vorne, sie hat zwar Angst, sie ist noch nicht so ganz optimistisch, sie hat Angst, aber und hält noch an etwas fest, richtig? Darum geht es schon seit 7 Minuten bei dem Reading. Sie hält noch etwas fest, aber es ist zerbrochen und kaputt und es ist Zeit, wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und sei es nur eine andere Art zu denken. Es muss ja nicht loslassen, heißt ja nicht eine bestimmte Situation loszulassen, aber sie mit einem anderen Blickwinkel erstmal zu sehen. Ja? Okay, Spirit, sehr schön. Ja, hier will sich was entfalten. Etwas Neues, Gesünderes entfalten. Ein bisschen mehr Vertrauen. Das ist diese innere Intelligenz, von der wir vorhin geredet haben. Okay. Dahin will dich auch diese Situation führen, dass du wirklich diesen November nutzt, um ein bisschen mehr Vertrauen zu haben und da ein bisschen loslassen. Ja, es kommen Segnungen. Ich sehe es auch. Ich sehe es, du siehst ja auch klarer im November. Vielleicht auch erst Ende November. Ja, aber dahin geht die Reise, falls du jetzt bis jetzt noch zuschaust. Die Karte, die vorhin bei euch rausgefallen ist, die mich absolut nicht wundert, ist die Karte Bewegung. Also ihr merkt, es schreit alles nach diesem einen Thema. Wir sehen hier, hier sind Spinnenweben noch. Hier stagniert noch etwas und hier ist der Fluss des Lebens. Und es geht jetzt darum, wirklich beschwingt voranzugehen. Und da wird sich was bewegen, da kommt auch einiges. Das lasse ich gerne da, weil es sehr, sehr gut dazu passt. Was noch, Spirit, bitte? Ich werde am 11.11. oder um den 11.11. rum dann nochmal das Thema Liebe als Reading machen. Ja, und dann gucken wir mal, höre auf deinen Körper. Ich denke auch, dass einige von euch jetzt, was sie mir gerade zeigen, sind zwei Sachen. Bei den einen wird es Ernährung sein, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht mehr. Toxisches Essen oder Drogen, wie auch immer, dass es immer schwieriger wird. Wie zeigen Sie es mir? Dass dein Körper immer lauter sein wird, was dir da gerade nicht gut tut und auch
mit Menschen. Bestimmte Menschen werden sich dir zeigen, weil du wirst klarer sehen. Das heißt, du wirst klarer etwas spüren, weil dein Körper dein Kompass ist und dein Körper immer mehr dir sagen wird, gut oder nicht gut. Und darauf darfst du auch ein bisschen vertrauen, bitte. Ja, also es kann sein, bestimmte Sachen, die du unter den Teppich gekehrt hast, Emotionen, Menschen, Ernährung, Toxisches, dass das lauter sein wird und dein Körper dir das wirklich richtig, richtig zeigt. Gerne darauf ein bisschen vertrauen, okay? Lass uns gucken. Ich würde gerne das diesmal kürzer machen. Spirit, was hast du noch für unsere wundervollen Scorpies hier? Es geht wirklich um eine neue Art, eine bestimmte Situation zu begegnen, ja? So ein bisschen Angst, den nächsten Schritt zu tun, aber der kann ja erstmal im Kopf stattfinden. Man muss ja nicht gleich losmarschieren, ne? Mit dem Kopf durch die Wand, das ist so präsent hier gerade. Da gerne von Spirit-Seite. Bitte, bitte im November ein bisschen aufpassen. Merci. Wir haben hier Daniel. Ich bin der Engel der Vermählung und ich stehe dir zur Zeit zur Seite. Schön. Für einige kann es gut möglich sein, dass es sich um puncto Liebe handelt. Deswegen darf ich auch Mitte November auch das Liebesreading machen. Da können wir ein bisschen genauer vielleicht da reinschauen oder persönliches Reading, ja, gerne in der Infobox alles. Aber hier ist für einige dieser wundervolle Engel, der Daniel heißt, der dir in puncto Liebesbeziehung gerne helfen möchte. Und ich denke, dass du da echt Vertrauen brauchst, ein bisschen deine Denkweise da loslassen, umändern. Dass du siehst jetzt klarer, du wirst im November deine Informationen kriegen. Such vielleicht jetzt wirklich erstmal die Harmonie und hör auf deinen Körper, ob dir etwas gut tut oder nicht. Okay, also letzte Geschichte, Spirit, sei so gut. Für meine wundervollen Scorpies, was hast du da noch? Gibt es noch irgendeinen Tipp? Musste da reinschauen. Caressa? Ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen. Bitte deine Engel um Beistand und Führung für deinen nächsten Schritt. Nun erwartet dich Freude. Genau darum geht. Dieser November ist ein Game Changer. Bleiben wir stehen und schauen uns die Spinnenweben an oder versuchen, und ich kann es euch immer wieder nur ans Herz legen, mit Meditation und wirklich nach gute Musik, schöne Filme, gute Freunde. Da einfach die Harmonie wieder zu suchen, damit eine bestimmte Situation sich auch weiterentwickeln kann. Okay, Spirit, jetzt sei so gut. Eine Arsch auf Eimer Karte bitte noch für meine Scorpies für November, November, Dezember. Hier geht es auf jeden Fall um Vertrauen und Dinge loszulassen, Menschen gerade, die dir jetzt im Moment nicht gut tun. Und das ist deine Entscheidung aber natürlich, ja. Und der Engel Daniel ist auch da, also eine besondere Energie von der geistigen Welt, die dir in puncto Liebe auch helfen möchte. Aber wenn du nicht vertraust, kann man natürlich nicht zusammenarbeiten. Okay? Sag ja zu dieser Verwandlung bitte. Sag ja. Brauchst keine Angst haben, kein Grund zur Sorge. Wunderschön. Scorpies, wirklich wunderschön. Ich hoffe, es hat inspiriert. Ich hoffe, es hat ein bisschen Mut gemacht, im November alles ein bisschen anders anzuschauen. Falls ja, merci für dein Like, für dein Abo und sehr gerne für einen Kommentar. Wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche dann einfach wieder und zwar bei diesem wundervollen Vollmond im Stier und selbstverständlich 11.11 Portal und Liebe. Bis dann. Tschüss. Merci für dein Like.